want you to show Rachel that I'm here for her. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm. Ich hätte fast nicht rechtzeitig auf die Aufnahmetaste gedrückt. Nicht mal mein Timer läuft, ich bin heute wieder perfekt vorbereitet. Aber er läuft jetzt. Und ja, wir haben das letzte Mal ja schon das Intro mehr oder weniger gesehen, wie wir hereingekommen sind. Und wir müssen für Rachel da sein. Genau das hatte Chloe gerade noch eben gesagt. Ich hoffe, der Satz kam noch bei euch an. Aber gut, sonst habt ihr nichts verpasst. In diesem Sinne, herzlich willkommen jetzt richtig zur dritten Episode. Das ist also Rachels Zimmer. Wir sind ja zum ersten Mal hier. Schön eingerichtet, muss man ja schon sagen. Ich mag auch die Farbgebung und so. Das sieht alles sehr schön aus. Wir werden jetzt, bevor wir uns um unsere Freundin kümmern, erstmal ordentlich hier schnüffeln und gucken und so weiter. Es kann auch gut sein, dass gravitytechnisch, Land der Freaks, vielleicht ist damit jetzt Zimmer gemeint. Mal schauen. Wobei das jetzt gar nicht so freakig aussieht. The Yin and Hadass Yang of Rachel Amber. Ja, denke zuallererst daran, dass du geliebt wirst. Sei zuallererst gewappnet. Schön. Schöner Spruch. So, schauen wir uns mal die Pinnwand an. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Nichts ist unmöglich. Das Wort selbst enthält möglich. Audrey Hepburn. Der Anfang ist immer heute. Mary Wollstonecraft. Denken wir an das Undenkbare, lösen wir das Unlösbare, machen wir uns bereit, mit dem Unaussprechlichen zu ringen und finden wir heraus, ob wir es doch versauen können, Douglas Adams. Ist es recht, dass diese trostlose Welt ich soll verlassen und dein gerechtes Utopia suche, das ich nie finden mag? Henry Cantell. Kiss me, Kate, in The Promenade. Once upon a time im Forum des Paradiso, die Glasmonarchie. Manischerie im Weber-Theater. Ja, viele Inspirationen, was ja wohl jeder angehende Künstler so braucht. So, was haben wir hier? Rachel surrounded by so much love. Yet she seems so alone. Ja, natürlich. Vor allem jetzt an unsere wundervolle Tochter für den Abend ihres ersten Auftritts Hals- und Beinbruch. Wir lieben dich, Mama und Papa. Na, das ist ja wirklich lieb. Das scheint ihr auch wichtig zu sein. Ja, so schnell kann eine kleine Welt zusammenbrechen. Das ist echt heftig. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. Löwenkrebs, ja, das ist nicht schlecht. Löwekrebs, Scheidepunkt. Wer am Scheidepunkt geboren ist, schwankt zwischen der theatralischen Natur des Löwen und der sensiblen, introvertierten Natur des Krebses. Die Stimmung der Träger dieses Zeichens kann sich von einem Moment zu dem nächsten verändern, denn ein Gleichgewicht zwischen dieses Zeichen ist oft schwer zu finden und noch schwerer zu bewahren. Stärken, kreativ, leidenschaftlich, liebevoll, hingebungsvoll, diplomatisch. Schwächen, egozentrisch, sprunghaft, besitzergreifend, dramatisch. Ja, da trifft bestimmt einiges auf Rachel zu, wobei ich da nicht so der Gläubige bin, wenn es um Horoskope etc. geht. Aber na gut. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Ja, eben, das ist eigentlich eine stinknormale Lampe, aber durch den Fetzen sieht es erstens schon deutlich besser aus und zweitens eben die Farb- bzw. Lichtgebung ist angenehmer und schöner. Der hat dafür definitiv ein Auge. Ist das eine Schneekugel? Cool. Ach nee, das ist so ein. Ich weiß gerade nicht, wie man es nennt. This light needs more light. Schade, ich hätte es jetzt angelassen. Sie will jetzt das Nachtlicht heller machen. Okay, das ist jetzt so eine Nebenmission, ne? Nee, das ist wichtig. Hellere Lichtquelle finden. Okay, ich wollte mich ja sowieso hier noch umgucken. Hier liegen noch ein paar Zeitschriften und Gedöns rum. Mhm. Ansonsten hier auf der Seite haben wir jetzt nichts Neues mehr. Dann gehen wir doch mal hier rüber zur Sporttasche. We were so close to making our break last night. Now, I don't know.
Ja, das Abhauen, das ist jetzt natürlich passé geworden. Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? Okay. Typ 4, der Individualist, kreativ, sensibel, unabhängig, neigt zu Melancholie und Maßlosigkeit. Das Beste für einen Typ 4 ist es, von den Gefühlen der Vergangenheit abzulassen und sich auf das Potenzial, das die Zukunft bereithält, zu konzentrieren. Ja, was für eine passende Beschreibung, gerade jetzt für Rachels Fall. Naja, wenn das mal so einfach wäre, gerade jetzt. Can you always be safe? Sure. But from hell. Ja. Schaden kannst ja nicht. Schublade. Ich habe den Vater echt total falsch eingeschätzt, aber er kam ja auch kacke rüber am Ende der zweiten Episode, muss man einfach mal so sagen. Wir öffnen das mal. Ja. Alles, was man braucht, hä? Ah, die Taschenlampe. Willst du damit vielleicht... Okay, wir gucken mal. Rachel might not survive her family, but at least she'll survive the zombie apocalypse. Gut, dann nehmen wir uns das mal mit. Könnten ja die Glühbirne da vielleicht reinschrauben oder so, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein starkes Licht. Huch! War anscheinend auch wichtig. Tagebuch hat sich aktualisiert und Mama schreibt. Tagebuch werde ich erst im nächsten Part wieder lesen. Das haben wir ja erst das letzte Mal gemacht. Ach ja, die ist natürlich Angst vor Sorge hier. Hier geht's los. 0:54 haben wir momentan. Chloe, ich schließe nicht ab, falls du deinen Schlüssel vergessen haben solltest. Bitte komm nach Hause. Es ist auch egal, wenn es nach der Ausgangssperre ist. Mama, ich kann gerade nicht. Bitte. Naja, wenigstens hat sie mal geantwortet. Ah, ist jetzt aber auch nicht einfach, die arme Mutter. Na gut. David kann ihr ja Halt geben. Erstmal, wir haben jemand anderes, dem wir beistehen müssen. Gucken wir mal in die Schublade. Ja, ich will auch wissen, was drin ist. I could get grades like this. I just don't want to. In jedem Fach Einser, nicht schlecht. Leistungskurs Latein A, also 1, personifizierte Exzellenz. Das amerikanische Erlebnis 1, ausnahmslos einsichtsreich und engagiert. Literatur des 20. Jahrhunderts 1, unermüdlich in Geist und Seele. Leistungskurs Biologie 1, eine absolute Spitzenschülerin. Theater 1, sie ließ das Licht von Dionysus hell erstrahlen. Und Sport 1, makellose Beteiligung. Ja, auf so ein Zeugnis kann man nur neidisch werden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier sind Blumen. Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has changed since then. Ja. At least she'll have something from tonight. Sehr schön. Eine einzelne Rose sieht ja auch viel schöner aus wie so ein Strauß, finde ich. Aber gut, das ist vielleicht Ansichtssache. Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has changed since then. Ja, es fühlt sich wirklich schon seit weit, weit weg an irgendwie, aber... Rachel's always made being an A-Student seem so... easy. Almost sad to see all this effort. Ja. Freitag, 7.05.2010, Biologie, Seite 247 bis 259, Labornotizen, Theaterprobe im Kostüm, Überprüfung der Schauspielerplatzierung, des Einsatzes der Lichter etc., Englisch, HDF 188 bis 244, das amerikanische Erlebnis, Stichwort für einen Aufsatz, ca. 3 bis 4, 5 Seiten und Latein, Konjugationsarbeitsblatt, Vokabelliste 1 bis 18. Ja, hinter guten Noten steckt natürlich auch viel Übung, viel Fleiß. Und in diesem Fall, ja, das ist ja auch schön aufgesammelt. Ganz schön viel zu tun für einen Tag. Zeugnis. Okay, wir haben jetzt noch den Laptop, aber wir können hier noch ein Graffiti hinmachen. I think Rachel could use another subject.
But which one? Anatomie oder Kräuterkunde? Kräuterkunde. Nö, nehmen wir mal Anatomie. Klingt, ist auf jeden Fall interessanter wie Kräuterkunde. Kommen Sie jetzt mit dem klassischen Anatomie eines Frosches? Nicht ganz. Zeig mal, was hast du denn da geschrieben? I bet Rachel could have any study partner she wanted. Not that I would let her. Ich bin ja ehrlich gesagt froh, ne, dass das Zizieren der Frösche, dass das nicht bei unseren Schulen so der Fall ist. Nur um die um so Anatomie besser kennenzulernen, dass wir das quasi nur im Theoretischen etwas lernen. Ja, das ist auch eine Anatomie-Lektion, die natürlich interessant sind. Wo kommen Babys her? Vorzeigestunde. Ja, sehr guter Spruch. Chloe, das hast du gut gemacht. So, jetzt aber der Laptop. Mal gucken, was die anderen so schreiben. Something Miss Arcadia doesn't. Weird. Ja. Gib nur diese Seite. Liebe Miss Arcadia, was ist wirklich in dem Feuer im Norden der Stadt los und wann kommt es hier runter oder fackelt alle mit einer feurigen Umarmung des Todes ab? Ich frage für einen Freund, Bros Before Bronies. die erster Schreier, geil. Nein, brach das King Vals, geil, forget. Weil er nicht erster war. Sehr realistisch, das gefällt mir. Brach das Feuer nicht einen Tag, nachdem Firewalk hier spielten? Oh, Verschwörungstheorie von North Coaster. Das ist ein kurioses Feuer, meine Freunde. Quellen im ABFD sagen, sie haben so etwas noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie es begann. Keine Ahnung, wie es so lange brennt. Ein absolutes Mysterium. Setzt eure Hüte aus Alufolie auf und spekuliert. Ask Miss Arcadia, ja, okay. Ein Drache mit Streichhölzern wird da auf die Stadt losgelassen. Dead Fan. Brascots, 50% ernst gemeint, Lady. Okay, warum nur 50? Die Brascots sind scheiße zwielichtig. Traust du es denen zu? Sie hatten vermutlich belastende Beweise zu verbrennen oder sogar Leichen. Ganz abgesehen von den Chemtrails, die sie in der ganzen Stadt verteilen. Höchst entzündlich, nothing forever. Ockhams Rasiermesser, Leute. Nur ein paar Kinder, die im Wald kiffen. Was das Seltsame angeht, diese Stadt ist seltsam. Was gibt es sonst noch Neues? Dann kommen noch ein paar Antworten an Nothing Forever. Warum männliche Models? Dann ist an SZ. Die Stadt wurde auf einem Indianerfriedhof gebaut. Oder etwa nicht. Eieiei, ganz viele Gerüchte. An King Walls, Friedhof der amerikanischen Ureinwohner. Und nein, wurde sie nicht. Burn, kapiert. Guy Forget. Und voriges Thema war die Legalisierung von Marihuana in Oregon. Wie ihr euch beteiligen könnt. Und nächstes Thema, Anstieg der Blackwell-Gebühren, steht kurz bevor. Alles klar. Interessanter Chatverlauf oder Forenverlauf, besser gesagt. Was auch immer. Ja, aber so ist es, ne? Irgendwie gar nicht so ganz bei den Hahn herbeigesucht, jeder hat seine eigene Meinung, manche haben eher Verschwörungen, andere und so weiter und so fort. Wir kennen ja die wahre Ursache. Wir kennen sie. Even you, Willy, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Die vollständige Werke von William Shakespeare. Und hier auch noch ein sehr schön leuchtender Globus, das gefällt mir. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. So, sie ist natürlich wach, sie schläft nicht. Find's bestimmt auch kacke, dass ihre Freundin alles beachtet, nur nicht sich selbst. Aber so ist es nun mal. Oh, noch ein. Oh, gleich zwei Graffitis hier. I bet Rachel would rather be anywhere but here. Maybe I can make the world a less scary place. Etwas weniger angsteinflößend. Etwas, das Rachel sagte. Etwas, das ich sage. Nimm lieber was, was Rachel sagte. On stage, I think Rachel said. Corners of the World, our map prologue. Okay. Das ist schön. Rachel was incredible as Prospera.
I won't forget a second of it. Ja, das war wirklich genial, dieses Theater, diese Vorführung. War bis jetzt so ein bisschen mein Highlight. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Ja, warum auch nicht? So, wir reden noch nicht miteinander. Ich habe noch ein bisschen was zu tun, beziehungsweise nicht mehr viel. Wir sind jetzt hier durch. Wir haben tatsächlich schon zwei Graffitis gefunden. Das nächste Porträt der Überlebenden. Oder schmieriger Schleim. Schmieriger Schleim. Alles klar. Okay, Rachel, ich bin jetzt gleich soweit. Ich muss nur noch... Ja, ich denke... Ich habe nichts übersehen. Dann werden wir jetzt mal die Lampe wechseln. Taschenlampe. Ready for Rachel's light show. Better get her attention first. Ja, dann wollen wir das wieder da rein. Ach nee, das will sie jetzt nicht mehr da reinstecken. Das würde natürlich auch nicht gehen. Ist natürlich eine gute Idee, da das mit der Taschenlampe einfach zu. Genau. Finde ich eine coole Idee an sich. Ein Glück, dass es auch so genau passt, ne? Aber okay, wo soll ich denn das? Oder wenn ich sie anspreche? Ach ja, Sterne. Jetzt habe ich auch die Option der Sterne. Dann gehe ich mal zu ihr. Und da kann ich auch von hinten, also... Ihr versteht schon, so ein bisschen ankuscheln oder so. Wäre doch schön. Ansehen. Erstmal ansehen. I can't imagine what Rachel is thinking right now. I want her to tell me when she's ready. Ich glaube, das, was sie da gerade anhat, die Rachel, das ist auch das, was Max mal angezogen hat im Grundspiel, oder? Wo sie dann gemeint hat, ich, also... Time to go over to Rachel and unleash this light show. Sie hatte mal Sachen von Rachel angezogen, weil Chloe noch welche hatte und ich glaube, das war genau dieses Oberteil, wenn ich mich nicht irre. Aber gut, die Sterne jetzt. Hey, check it out. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? It reminds us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. Ja, das stimmt bei den meisten Sternen, aber sie sind trotzdem immer noch schön, auch wenn sie gar nicht mehr existieren. Es ist ein Blick in die Vergangenheit, es hat doch irgendwas, ein bisschen Romantisches. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then... What's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom.
if I can even call her that anymore. And that other woman, my real mom, she's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. The fact that she's here right now, that she came here for me, I think I need to see her. Is that wrong? Wunderschönes Lied. Ich glaube, wir haben es schon mal gehört an irgendeiner Stelle. Der Part ist noch zu jung, um jetzt schon Schluss zu machen, natürlich. Ich weiß nicht, aber ich sag trotzdem nein, das ist irgendwie blöd, ne? Oder? Mal überlegen, die Mutter treffen. Natürlich will sie das jetzt. Oder sie überlegt noch. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall kein falscher Gedanke. Ich weiß doch nicht, ob es gut geht, aber ich würde an dieser Stelle eben gern nein sagen. Of course not. But it might be tough to track her down. Yeah, that's true. Luckily, I've got my secret weapon. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. Ich habe auch eine Idee, wir könnten Frank fragen. Der hatte ja definitiv Kontakt mit ihr. Ansonsten wüsste ich auch niemanden. Ich habe eine Idee, ja, das passt perfekt. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her.
I can't just ask my parents for a ride. Ach, da werden wir schon irgendwie hinkommen. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Ich überlege nur gerade, ob uns Frank helfen wird. Wir haben ihm ja ziemlich hängen gelassen, da mit seinem blöden Geld, aber egal. Das ist auch abgedeckt. Ich denke, ich schaff's. Nee, das soll. Das schaffen wir gemeinsam. Das ist abgedeckt. Don't worry. I've got that one covered too. You do? Yep. In fact, anything you could come up with, I'll handle it. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? Ich glaube, in dem Moment spielt es wirklich keine Rolle. After my dad died, I didn't know how to keep talking to him. I still don't. But it doesn't matter. All that matters is that he's there. Your dad? In my dreams, he's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right. Sehr schöner Moment. Apropos Traum, hä? Ist es wieder soweit? We're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. Das ist wieder so bizarr jetzt, diese Träume. Ich finde das echt gut inszeniert. Oder meine Erinnerungen. Nee, He never... That wasn't you. Could have sworn that was me. Oh Mann. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? What's wrong? Don't you see anything? Ich spiel mal mit. Fine. It's the spark plug. No,
That's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes and what? Ist das böse? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Something about the whole world being a stage, so might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Dieses Publikum, ey. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Whoa. Oh Mann. Oh, heftig in Szene gesetzt. Einfach stark. Das Buch war bestimmt von Victoria. Das hätte sie sparen können. Mann, Mann, Mann. Das ist echt gut. Bricht sie gerade in ihr eigenes Zimmer ein? Kann man auch machen. Has someone been going through my room? Doesn't seem like Mom. She wouldn't leave a mess like this. Wait. David? That motherfucker. Whatever. I don't have time for this shit. I've gotta help Rachel. Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. I can do this. Price. Oh, Frank. Eager much? Where's the money? Ja, das wird kein einfaches Gespräch mit Frank. Das werden wir dann das nächste Mal in Angriff nehmen. Aber ich muss nochmal sagen, dieser Traum war wieder sehr bizarr und einfach so stark inszeniert von seiner Aufmachung her. Und auch die Dialoge, also was gesprochen wurde, natürlich sehr zweideutig das Ganze und parallel zur Wirklichkeit. Das ist... Das war schon ein sehr spannender Moment, auch mit dem Publikum. Das, also die haben einfach ein Händchen dafür, wie sie es inszenieren müssen. Ich bin begeistert. Und ja, nächster Tag. Wir wissen, was zu tun ist. Frank irgendwie aus ihm herauskitzeln, wo Sarah ist. Und dann mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Freut euch schon mal. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's spannend weiter mit Let's Play Life is Strange Before the Storm.